Was geht ab, ihr Zocker? Heute reden wir über das beliebteste oder eines der beliebtesten Gen 6 Pokémon, die es gibt. Also ohne Scheiß, im Game war es sehr beliebt, im Anime ist es sehr beliebt, bei Super Smash Bros. Wird es gerne mal gepickt, wenn man es mit Freunden spielt und die Pokémon mögen. Und wir reden natürlich über den guten Quajutsu. Ich meine, schaut ihn euch an, es ist ein verfickter Ninja-Frosch. Ninjas sind cool, Frösche sind super Athletik, wir spielen Basketball. Mir fällt gerade auf, also Quajutsu könnte es echt in die NBA schaffen. Nee, du... Lass mal stecken. Quajutsu gehört zu den Ranged Attackern, das bedeutet, er macht hauptsächlich Fernkampfangriffe. Hat man seine Attackleiste richtig voll aufgeladen, kann er auch zu einem Nahkampfangriff übergehen, was ihn als Attacker jetzt schon wieder einzigartig macht, muss man sagen. So, zu seiner Spezialität gehört oder zur Klassifizierung können wir ganz klar sagen, es ist der Angriff, das bedeutet, wir können was wie Muskelband spielen. Sein Offense-Wert liegt hier bei 4, die Ausdauer oder das Durchhaltevermögen auf 2, Mobilität auf 3, Scoring auf 3 und Support liegt nur auf 1. Noch nicht mal, was laber ich da? Das ist nur ein halber Stück. Stern. Ach du Scheiße, Alter. Also Support ist wirklich nicht bei jedem Attacker was gebraucht, außer wenn man nicht gerade Alola Vulnona ist. Wenn ihr euch die Dienste von Quajutsu sichern wollt oder ihn einfach nur in eurem Roster haben wollt, dann müsst ihr erstmal 10.000 Aeos Coins hinblättern oder 555 Gems, was umgerechnet ungefähr 10 Euro sind. Ich sag mal jetzt nicht, dass es keinen 10 Euro Kauf gibt, sondern den 22 Euro Kauf. Man kriegt zwar das erste Mal doppelt, wenn man sich das holt, aber ganz ehrlich, finde ich irgendwie scheiße. Aber wir müssen jetzt nicht über die Preise reden, das Spiel hat schon genug Kritik in der Hinsicht abbekommen. Wenn wir auf den Evolution Tree gucken, dann fangen wir mit Level 1 natürlich mit dem kleinen Froxy an und auf Level 7 erreichen wir dann direkt den Green Ninja. Warum rede ich jetzt eigentlich Englisch? Also, dann werden wir zum guten Quajutsu und ich muss ganz ehrlich sagen, durch diese Level 7 Begrenzung beziehungsweise durch diesen Entwicklungstree können wir auf jeden Fall mit ihm auch theoretisch jungeln, wenn man das Jungeln an sich versteht und weiß, wie man das handzuhaben hat. Kommen wir jetzt erstmal zur Pokémon-Fähigkeit und das ist Torrent. Und ich schwöre euch, wenn ihr mal ein bisschen lachen wollt, dann googelt mal Torrent. Es gibt über 10 Übersetzungen dafür. Wir haben einmal die Gießbäche, die Sturzbäche, Sturzfluten, was mit der Ulti eher besser passen würde. Aber ich habe mich entschieden, das den reißenden Strom jetzt zu nennen. Wenn das Pokémon mit der Hälfte oder weniger seiner KP rumläuft, sind Attacke und Movement Speed erhöht. Das bedeutet also, er drückt mehr Damage und ist schneller dabei. Starten wir unser Game als Froxy, können wir uns zwischen Blubber und Substitute bzw. Delegator entscheiden. Der Blubber macht im Endeffekt nichts anderes, als den Movement Speed des gegnerischen Pokémons zu reduzieren, wenn wir ihn treffen. Und mit dem Delegator haben wir halt so einen Schutzdash, um gut wegzukommen. Auf Level 5 lernen wir dann Doppelteam oder Smokescreen. Mit Doppelteam erschaffen wir dann im Endeffekt Kopien von uns selber. Wenn man ganz ehrlich ist, das ist so richtig lame und das ist so die Attacke, die ich wahrscheinlich am ehesten austauschen würde. Klar, ist ganz nett, kann auch helfen, aber wenn man mal ehrlich ist, man weiß sowieso, welches meistens der echte ist und das ist meistens wirklich der, der am weitesten weg ist. Rüsten wir Doppelteam natürlich auf Doppelteam Plus auf, dann können wir diesen Cooldown ein bisschen reduzieren, das heißt, wir kommen schneller in diese Schutzmaßnahmen. Aber wie gesagt, ist nicht so mein Move, finde ich jetzt nicht so geil. Jetzt kommen wir natürlich für mich zum Game Winner oder die Attacke, die eindeutig besser ist und das ist der Smokescreen. Der Smokescreen sorgt im Endeffekt dafür, dass wir die Sicht des Gegners verhindern können oder ein bisschen behindern können. Wir können unsere Attacke ein bisschen boosten, wenn wir uns da drin verstecken und wenn wir Smokescreen Plus haben, wird die Attacke, wenn wir aufhören, uns da drin zu verstecken, nochmal verstärkt. Und natürlich haben wir noch Increased Movement Speed, also 4, ihr seht hier, also Fingerakrobatik, so. Wir haben 4 Bonusse und bei Double Team haben wir halt nur 3 Leute, die rumlaufen, beziehungsweise 2 und der eine ist dann tot, das seid ja dann ihr. Und halt eine Abklingzeit. Wir haben eine 2 zu 4 Chance, im Endeffekt was gut zu machen. Klar, wir könnten jetzt noch den Dash mitrechnen, aber finde ich ein bisschen unfair, weil wir machen das beim anderen ja auch. Also Smokescreen ist für mich eindeutig die bessere Attacke. Gegner behindern, schneller sein, stärker angreifen, bei Smokescreen Plus sogar nochmal stärker angreifen und wir sind auch noch unsichtbar für kurze Zeit, um abzuhauen. Also eindeutig die safere Variante. Jetzt kommen wir zu den 2 Attacken, wo man sagen kann, ja, sucht sie euch aus. Da kann man eigentlich nicht wirklich viel falsch machen. Wir haben mal die Water Shuriken. Das ist so das Trademark-Manöver. Also ist ein verfickter Ninja. Natürlich ist das das Trademark-Manöver. Und das sind die bevorzugten Waffen, die scheiß Shurikens. So, damit können wir dann praktisch gesehen diese guten Wasser-Shuriken werfen. Die geben uns erstmal HP zurück, wenn sie treffen. Verlangsamen ein gegnerisches Pokémon. Drücken gut Damage rein, muss man auch sagen. Jetzt kommt aber so das Experten-Schwierigkeitslevel von Quajutsu erklärt. Wir müssen damit auch erstmal treffen. Und da muss man ein bisschen sich gut bewegen können, geschickt sein. Weil das sind nicht so Auto-Hits à la Pikachu, die dir gefühlt alles verfolgen. Also du könntest noch bis zu deiner Map teleportieren. Der Scheißball trifft dich trotzdem. Wenn wir die Water Shuriken auf Water Shuriken Plus auch noch aufleveln, dann kriegen wir 2 Shuriken mehr, die wir werfen können. Das bedeutet also ein bisschen mehr, wenn wir eine Fail-Gefahr haben. Können wir die ein bisschen reduzieren mit unserem Skill. Gar kein Problem. Ist auch wirklich für mich die bessere Attacke. Ich spiele auch ab und zu Surfer. Nicht falsch verstehen. Aber ich finde halt Ninja, der muss Shuriken werfen. Das ist einfach cool. Jetzt kommt mir nicht mit der Würfe auch Auto-Hit-mäßig Shuriken. Dann rege ich mich aber auf hier.
Jetzt kommen wir zur anderen coolen Attacke und das ist der Surfer. Surfer macht dasselbe wie Water Shuriken. Erstmal gibt es Lebenspunkte zurück, was ja auch schon mal gut ist, um im Kampf zu bleiben. Ist mehr oder weniger ein Dash. Ich weiß nicht, warum man das als Melee ansieht. Klar, man stürmt sich nach vorne. Ist mega gut. Macht Spaß, diese Attacke auch einzusetzen. Aber jetzt kommen wir zu den Eckdaten. Surfer macht im Endeffekt einen Finisher. Wenn ihr nämlich ein Pokémon habt, was wirklich Lowlife ist, ist es direkt down. Das ist eine Finisher-Attacke. Es macht Spaß, die Attacke zu spielen, Quajutsu dabei zuzusehen, wie er einen Gegner mit seinem coolen Ninjutsu platt macht. Und wenn wir dann Surfer Plus haben, kriegen wir mehr Lebenspunkte dazu. Hier, wie gesagt, ist es persönliche Präferenz. Ich spiele lieber Water Shuriken. Ich weiß, dass einige Meta-Builds eher mit Surfer spielen, gerade wegen diesem Finisher-Argument und dem erhöhten Damage. Es macht einfach Spaß, beide Attacken auszuprobieren und ich wechsle auch immer ab und zu. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, wo ich euch absolut verstehen kann oder jeden, der Quajutsu sagt, ja, das ist nicht so geil. Und das ist der Unite-Move. Der Water Burst Shuriken, an sich eine coole Idee. Man wirft ihn in einen besonderen Bereich ab. Wenn man den Gegner damit schon trifft, dann kriegt er Damage. Das bedeutet, er kommt nicht so leicht aus diesem Area raus, wo wir ihn schön reinhauen. Und drückt dann noch ein zweites Mal Damage, weil er halt explodiert. Jetzt kommen wir aber zum Nachteil da drin. Der Damage ist einfach nicht gut genug und Quajutsu ist währenddessen angreifbar. Er kriegt halt nicht nennenswerte Buffs. Ich habe ja immer im Gefühl, der Angriff wird gebufft, aber ist leider nicht so. Dieser Move ist wirklich nur in Teamfights wirklich sinnvoll. Im One-on-One finde ich ihn alle... ehrlich gesagt, scheiße. Ist einer der schlechtesten Unite-Moves, auch schade. Er wird wahrscheinlich demnächst gebufft, gehe ich mal von aus, beim nächsten Balancing-Update. Ein cooler Move, aber der ist nicht mehr als Plankton. 2% böse und 98% heiße Luft. Jetzt kommen wir zu den Items, die ich zocke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich komische Kombination für den einen oder anderen. Aber lass mich das erklären. Natürlich spielen wir das Muscle Band, weil wir möchten natürlich unsere Attacken so schnell wie möglich rauskriegen. Und wir möchten so viel wie möglich Damage mit unseren Auto-Hits machen. Wir haben ja gesagt, Bajutsu-Spezialisierung sind Attacken, die dem normalen Angriffswert entsprechen. Das Fokusband benutze ich deswegen, weil wenn wir auf Low HP kommen, können wir natürlich sonst ein bisschen halten, weil wir kriegen einen kleinen Prozentsatz wieder. Zusätzlich haben wir gute Verteidigungs- und Spezialdefensivwerte bekommen. Die sind vielleicht nicht so essentiell, wie man sie brauchen würde für einen Schützen, aber wir können vielleicht den einen oder anderen Hit mal tanken. Und nicht vergessen, wenn wir die Hälfte unserer Lebenspunkte haben und wir droppen noch weiter und kriegen dann ein kleines Stück zurück, dann haben wir eine erhöhte Geschwindigkeit und einen erhöhten Angriff. Das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt kommen wir wahrscheinlich so zu dem Punkt, wo ich verstehen kann, das finden die Leute nicht so geil, aber Body Barrier ist wirklich ein schönes Ding, weil damit können wir in unserem Unite-Move einen kleinen Schutz aufbauen und können natürlich auch noch unseren Buddy beschützen, der neben uns steht oder der die wenigsten Lebenspunkte hat. Gerade das Water Shuriken ist im Teamfight sehr gut oder beziehungsweise brauchbar, weil damit können unsere Teammates dann ein bisschen reinhauen und wir haben dann ein Schild und der Typ, der am nächsten abkratzen würde, auch. Zusätzlich kriegen wir 200 HP, die sind jetzt nicht so geil, muss man ehrlich sagen, aber wir nehmen sie einfach mit. Wir könnten aber natürlich auch die Scope-Linse spielen, um mehr Crit-Damage reinzudrücken, das ist aber wieder auf Glück basiert. Wenn wir wirklich aber auf Angriff gehen wollen, spielen wir entweder den Floatstone, damit können wir auch noch unseren Movement Speed erhöhen. Gerade wenn wir im Jungle sind, würde sich das eher empfehlen. Oder für die Leute, die halt gerne mal schnell scoren, ein Attack Weight, um schnell den Angriffsbonus zu bekommen. So, was bleibt mir noch abschließend zu diesem geilen Ninja Frosch zu sagen? Es macht Spaß, ihn zu zocken. Er drückt dem Gegner Damage rein, geht ihn damit so richtig auf den Sack. Wir können mit einer coolen Fähigkeit wirklich lange oder relativ lange für einen Attacker überleben. Haben natürlich noch die Möglichkeit auszuweichen, gerade mit dem Smokescreen, selbst mit Double Team. Können auf der Top Lane oder als Jungler spielen. Also man kann ihn sich wirklich holen und er ist wirklich für Leute was, die wirklich was gerne komplexer spielen. Jetzt haben wir aber das Problem natürlich, wenn wir Competitive spielen, dann wollen Leute es so einfach wie möglich manchmal haben und dann spielen sie Liberlo. Man muss dann ganz ehrlich sagen, wenn ich 10 Euro hätte und müsste mir ein Pokémon davon kaufen, würde ich euch auch eher Liberlo empfehlen, weil Liberlo ist einsteigerfreundlicher, macht im Endeffekt auch guten Damage, wurde zwar genervt, hat es aber auch richtig drauf und kann man auch als Jungler und auf der Toplane spielen. Und der Unite-Move ist nicht kacke, müssen wir auch noch sagen. Quajutsu ist eher was für Leute, die wirklich mit einem festen Team spielen oder die wirklich gerne lieber was komplexer spielen wollen und nicht so diesen easy-weasy-Weg suchen, weil er kann trotzdem in der Meta mithalten. Aber eure Meinung zu Quajutsu dann gerne unten in die Kommentare. Lasst gerne das kostenlose Abo da, um keine weiteren Videos hier mehr auf dem Kanal zu verpassen. Ich sag jetzt noch Tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß, die Gegner mit Ninja-Wurfsternen zu beschmeißen.